April der Countdown für die Raumfähre Columbia begonnen, die am Freitagmittag starten und in 2,5 Tagen die Erde 36 Mal umkreisen soll. Wenn alles klappt, kann die Fähre später als Weltraumtransporter zwischen Erde und All pendeln, weil sie nach der Landung wieder verwendet werden kann. Die beiden Astronauten Young und Crippen spielen im Simulator immer wieder die kritischen Phasen des Fluges durch. Sie sind die ersten amerikanischen Astronauten, die seit knapp 6 Jahren ins All fliegen. Für ihren Start am Freitag ist gutes Wetter vorhergesagt. Wir fliegen das Ding, sagten die beiden Astronauten des Columbia-Weltraumtransporters Young und Crippen nach ihrem Eintreffen im Cape Canaveral. Morgen soll Columbia, wie vorgesehen, in den Weltraum starten. Der Countdown läuft programmgemäß. Das Wetter wurde als gut vorhergesagt. Die ARD überträgt den Countdown und den Start von Columbia morgen von 13.15 Uhr an. Insgesamt werden mehr als 500 Millionen Zuschauer das Ereignis am Bildschirm verfolgen können. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der mit Spannung erwartete Start des ersten amerikanischen Raumtransportes Columbia ist heute wegen technischer Schwierigkeiten ausgefallen. Er wurde auf Sonntagnachmittag verschoben. Diese für die Mitarbeiter der amerikanischen Weltraumbehörde NASA enttäuschende Nachricht gab Projektleiter Kraft in Cape Canaveral bekannt. Die wiederverwendbare Fähre sollte auf ihrem Jungfernflug die Erde in 54 Stunden 36 Mal umkreisen. Es wäre der erste bemannte Weltraumflug der USA nach einer Unterbrechung von 6 Jahren gewesen. Nach dem Abbruch des Columbia-Starts vor 3 Stunden kletterte zunächst der 43-jährige Astronaut Robert Crippen aus dem Space Shuttle. Es sollte sein erster Weltraumflug werden. Zusammen mit dem Kommandanten, dem 50-jährigen John Young, saß er fast 7 Stunden lang mit dem Kopf nach unten in der Spitze des Raumgleiters. John Young war bereits 5-mal im All. Trotz des gescheiterten Versuchs und der langen Wartezeit gaben sich die Astronauten zuversichtlich. Sie wurden inzwischen in das amerikanische Astronautenzentrum zurückgebracht. 2 unvorhergesehene technische Probleme hatten den Start von Stunde zu Stunde verzögert. Zuerst gab es Schwierigkeiten mit der Brennstoffzelle, die aber von den Kontrollzentren in Cape Canaveral und Houston behoben werden konnten. Später trat jedoch ein Fehler im System der 5 Bordcomputer des Weltraumtransporters auf. Das Programm eines dieser Computer deckte sich nicht mehr mit den 4 anderen. Da sich die Computer gegenseitig kontrollieren, konnte Columbia mit den beiden Astronauten an Bord nicht abheben. Alle Anstrengungen der Techniker, den Fehler durch eine Neuprogrammierung zu beheben, blieben erfolglos. Nach dem Abbruch des Countdown kann Columbia frühestens am Sonntag um 13.50 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit starten. Die beiden Astronauten John Young und Robert Crippen waren heute Morgen um 11.20 Uhr an Bord des vollgetankten Weltraumtransporters gegangen. Hier die beiden Piloten beim Anlegen ihrer Raumanzüge. Nach Angaben der Flugleitung waren Young und Crippen gesundheitlich in ausgezeichneter Verfassung. Präsident Reagan hat heute das George Washington Krankenhaus verlassen und ist ins Weiße Haus zurückgekehrt. Nach Anraten der Ärzte soll er zunächst nur einige Stunden am Tag arbeiten. Reagan war am 30. März bei einem Attentat schwer verletzt worden. Nach einer letzten Röntgenuntersuchung seiner verletzten Lunge wurde Präsident Reagan heute Vormittag aus dem George Washington Krankenhaus entlassen. Leichte Fieberanfälle hatten den Heilungsprozess um einige Tage verzögert. Auf eine Journalistenfrage, was er unmittelbar nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus tun werde, antwortete Reagan schlagfertig: hinsetzen. Zum Empfang des Präsidenten, der von Frau Nancy und der jüngsten Tochter Patty abgeholt wurde, hatten sich vor der Rückfront des Weißen Hauses seine Mitarbeiter und einige 100 Schaulustige eingefunden. Zum Schutz des Präsidenten hatten die Sicherheitsbehörden umfangreiche Vorkehrungen getroffen. Nancy Reagan hat im 3. Stock das Solarium des Weißen Hauses als Krankenzimmer hergerichtet. Die Ärzte hoffen, der Präsident werde sich bei frischer Luft auf der Terrasse und bei Spaziergängen im Garten bald erholen. Sie haben Reagan Atemtherapie verordnet, Antibiotika muss er nicht mehr einnehmen. Vizepräsident Bush und dessen Frau begrüßten den Präsidenten herzlich. Inzwischen meinen die Ärzte, auch der schwer verletzte Pressesekretär Brady werde nach seiner Genesung in etwa 12 Monaten auf seinen Posten zurückkehren. Reagans Berater heben die uneingeschränkte Entscheidungsfähigkeit von Präsident Reagan in der Öffentlichkeit besonders hervor. Der amerikanische Raumtransporter Columbia soll nun endgültig morgen um 14 Uhr in den Weltraum starten. Die Entscheidung über den neuen Starttermin fiel vor knapp 2 Stunden, nachdem die Techniker des NASA-Raumfahrtzentrums den Fehler den Steuercomputern behoben hatten.
Der Countdown läuft nach Angaben der NASA bereits wieder. Das deutsche Fernsehen wird den Start des Raumtransporters morgen in der Sendung Magazin der Woche live übertragen. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der amerikanische Raumtransporter Columbia umkreist seit rund 6 Stunden die Erde. An Bord die Astronauten Young und Crippen. Damit sind nach fast 6 Jahren und genau 20 Jahre nach dem ersten bemannten Weltraumflug des Sowjetrussen Juri Gagarin wieder 2 Amerikaner im All. Zum 2. Mal bereiten sich Kommandant Young hier stehend und sein Co-Pilot Crippen auf den Start vor. Der erste musste am Freitag wegen eines Computerfehlers abgesagt werden. Gestern konnten die Techniker der NASA den Schaden beheben. Der 50-jährige John Young ist ein Veteran in der bemannten Raumfahrt. Er war vorher schon 4 Mal im All. Für seinen um 7 Jahre jüngeren Kollegen Crippen ist es dagegen der erste Raumflug. Wegen einer dichten Wolkendecke blieb der heutige Start bis zuletzt fraglich. Doch dann lief der Countdown in Cape Canaveral reibungslos. We've gone for main engine start. We have main engine start. America's first space shuttle. And the shuttle has cleared the tower. Pünktlich um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit starten die 3 Haupttriebwerke und Sekunden später die seitlichen zigarrenförmigen Feststoffraketen. Mit der 40-fachen Schubkraft eines Jumbojet fliegt Columbia in seine Umlaufbahn. Damit verfügen die Amerikaner das erste Mal über ein Raumfahrzeug, das wieder und wieder verwendet werden kann. Die Gefährlichkeit dieser Mission wird dadurch deutlich, dass der Transporter nicht wie bei anderen Weltraumunternehmungen zunächst unbemannt getestet werden konnte. Zwei Minuten nach dem Start werden die beiden Startraketen abgesprengt. Sie schweben am Fallschirm zur Erde. Auch sie können wieder gebraucht werden. Nur der riesige Treibstoffbehälter verglüht beim Eintritt in die Atmosphäre. Wenn alles nach Plan läuft, soll Columbia am Dienstagabend wie ein Segelflugzeug auf einer Spezialpiste in Kalifornien landen. Bei einem ihrer ersten Manöver öffneten die Astronauten Young und Crippen die Luken des Laderaums, der bei späteren Flügen auch das Weltraumlabor Spacelab aufnehmen soll. Der Transporter soll nicht nur wissenschaftlichen Arbeiten dienen, sondern auch auf militärischem Gebiet eingesetzt werden. In Columbia, we're 30 seconds from LOS. We'll see you at the Indy at the 2 plus 12. Roger, Dan, we'll see you there. And the radiator, it's got... Obwohl Columbia beim Start in den Weltraum einige Keramikplatten des Hitzeschildes verloren hatte, verlief der Flug bisher reibungslos. Die Platten schützen den Raumtransporter beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Die beiden Astronauten des amerikanischen Raumtransporters Columbia, Young und Crippen, haben den 2. Tag ihrer Mission im All programmgemäß hinter sich gebracht. Alle Bordsysteme der die Erde in 260 Kilometer Höhe umkreisenden Columbia arbeiteten normal. Besonders beeindruckt zeigte sich die Kontrollstation Houston von den Erdaufnahmen, die die Bermuda-Inseln und den Nordosten der Vereinigten Staaten zeigen. Die Landung der Columbia ist für morgen 20.28 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit in der Nähe des Luftwaffenstützpunktes Edwards in Kalifornien vorgesehen. Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auf dem Weg zurück zur Erde befindet sich der amerikanische Raumtransporter Columbia in diesen Minuten in der kritischsten Phase. Die Astronauten Young und Crippen haben die Erdumlaufbahn verlassen und die Columbia mit Hilfe von Bremsraketen auf die Erde zugesteuert. Beim Eintritt in die dichten Schichten der Erdatmosphäre hatte das Raumschiff eine Geschwindigkeit von fast 17.000 Kilometern pro Stunde. Wegen der Reibungshitze brach vor wenigen Minuten der Funkkontakt ab. Während des Flugs durch die Erdatmosphäre muss sich zeigen, ob die Keramikkacheln an der Außenhaut der Columbia den Transporter vor der Reibungshitze von nahezu 1500 Grad schützen. Erst in etwa 7 bis 8 Minuten wird die Bodenstation wieder Funkkontakt haben. Auf diesem ausgetrockneten Salzsee in der Wüste Kaliforniens soll der Raumtransporter landen. Die Piste des Luftwaffenstützpunktes Edwards, auf der Columbia-Kommandant Young das fast 100 Tonnen schwere Fahrzeug aufsetzen soll, ist über 8 Kilometer lang. 150 Spezialisten des Bodenpersonals und zahlreiche Hilfsfahrzeuge stehen bereit.
Diese Aufnahmen von der Küste Kaliforniens funkte die Fernsehkamera vom Raumtransporter am Nachmittag zur Bodenstation. Das Wetter über dem Landeplatz ist absolut ideal, erklärte die Flugleitung. Leichte Wolken könnten die Sicht kaum behindern. Für Columbia-Pilot Crippen hatten die Vorbereitungen zur Landung mit dem Verstauen von technischem Gerät begonnen. Dann gab es eine Schlafpause. Am Morgen versicherte die Bodenkontrollstation den beiden Astronauten noch einmal, dass der Verlust von mehr als einem Dutzend der über 30.000 Keramikplatten des Hitzeschildes kein Problem sei. Auch die besonders gefährdete Unterseite des Raumtransporters sei intakt. Versuche, dies mit Spezialkameras von der Erde aus nachzuprüfen, sind allerdings gescheitert. Zu neuen Informationen über den Stand des Landeanflugs von Columbia schalten wir jetzt um nach Köln zu Günther Siefacht. Ja, meine Damen und Herren, im Augenblick gibt es immer noch keinen Funkkontakt. Er ist abgebrochen vor etwa 10 Minuten, aber wird sicher, das ist alles ganz natürlich, kein Grund zur Aufregung, also in etwa 6 Minuten wieder zustande kommen. Das entscheidende Manöver begann vor etwa 40 Minuten, und zwar an dieser Stelle im südlichen Indischen Ozean zwischen Südafrika und Australien. Dort wurden die Bremsraketen gezündet, und zwar für ungefähr 2,5 Minuten. Die Columbia flog dann weiter über Indonesien. An dieser Stelle tauchte sie in die Erdatmosphäre ein, und zwar in einer Höhe von 120 Kilometer. Diese Position etwa in der Mitte zwischen Japan und Hawaii. Und nun befindet sie sich hier beim Abstieg. Und es wird voraussichtlich bereits um 20.22 Uhr die Landung stattfinden. Im Augenblick gibt es selbstverständlich auch keine Bilder. Noch zu hoch ist Columbia. Wir sehen lediglich hin und wieder in die Kontrollzentren, die die Landung beaufsichtigen. Wir melden uns in der Tagesschau wieder und hoffen auch, die Landung in der Tagesschau noch zeigen zu können. Zunächst zurück nach Hamburg. Ja, meine Damen und Herren, wir haben eben für einen Augenblick die Columbia im Bild gehabt, aber nur als schwachen Schatten. Im Augenblick nähert sie sich dem Landeplatz von Edwards Air Force Base in Columbia. Sie hat im Augenblick eine Sinkgeschwindigkeit von 210 Meter pro Sekunde. Der Funkkontakt ist pünktlich zustande gekommen. Es gab gewissermaßen einen Countdown zum Funkkontakt. Und jetzt gibt es auch regelmäßigen Verkehr, Funksprechverkehr zwischen dem Bodenkontrollzentrum und dem Raumschiff Columbia. Die Landung, das kann man jetzt mit Sicherheit sagen, wird kurz nach 20.20 Uhr, etwa um 20.22 Uhr erfolgen. Noch ist Columbia weit vom Landeplatz entfernt, und mit einer Spezialkamera, vermutlich einer Teleskopkamera in Kalifornien, bekommt man sie ganz schwach, so wie Sie es jetzt in diesem hellen Lichtpunkt in der Bildmitte sehen, in die Kamera. Wir werden uns also wieder melden in wenigen Minuten, etwa um 20.20 Uhr. Und ich gebe zunächst zurück zur Tagesschau nach Hamburg. Weiteren Informationen über das Landemanöver des Raumtransporters Columbia schalten wir um nach Köln zu Günther Siefacht. Ja, und nun, meine Damen und Herren, haben wir die Columbia im Bild. Sie nähert sich der Landepiste, und hier erscheint sie auf der Mitte ihres Bildschirms in einem ruhigen Landeanflug. Sie hat den Überschallbereich bereits verlassen. Es dürften noch knapp 3 Minuten bis zur Landung sein. Die Höhe jetzt weniger als 15 Kilometer. Noch etwa 7000 Meter hoch. Und diese Kamera hat sie jetzt und wird sie begleiten, bis sie die Piste erreicht. Der aufregendste Teil dieses ganzen neuen Raumfahrtunternehmens wird also in 3 Minuten schon Geschichte sein. Eine Kamera aus einem Flugzeug und jetzt wieder die Bodenkamera. 16.000 Fuß hoch, also etwas mehr als 5 Kilometer Höhe. Die Geschwindigkeit um die 500 Kilometer pro Stunde.
Der Anflugwinkel beträgt etwa 20 Grad. Ein Begleitflugzeug Der Landeplatz, ein ausgetrockneter Salzsee in Kalifornien. Immer noch etwa 500 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit, Neigwinkel etwa 20 Grad. Noch ungefähr eine Minute bis zum Aufsetzen. Fünf Grad Neigung, wirklich wie ein Segelflugzeug kommt sie herein. Fahrgestell ausgefahren. Nur noch wenige Meter. Touchdown, Landung. Leichtes Kippen nach vorn aufs Bugrad. Und der Landeanflug der Columbia ist geglückt. Sie rollt aus, nachdem sie gelandet ist, mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 335 Kilometer pro Stunde. Man ist begeistert im Kontrollzentrum, es war wunderbar, sehr schön. Etwa 45 Minuten lang werden die beiden Astronauten John Young und Robert Crippen noch an Bord bleiben, bis sie die Columbia verlassen. Und dann wird die Columbia bereits vorbereitet für die Überführung zum Kennedy-Raumflugzentrum. Diese Fahrzeuge mit verschiedenen Ersatzmannschaften und Landemannschaften nähern sich der jetzt stillstehenden Columbia. Soweit unsere Übertragung direkt aus Kalifornien von der Landung des ersten Raumtransporters der Columbia. Vielleicht hat in diesen letzten Minuten erst richtig die Raumfahrt begonnen. Wir schalten zurück zur Tagesschau nach Hamburg. Der erfolgreiche Abschluss des ersten Weltraumfluges mit der Raumfähre Columbia wird in den Vereinigten Staaten als technischer und als politischer Erfolg gefeiert. Die Techniker haben den zweiten Testflug für September angesetzt. Präsident Reagan telegrafierte den Astronauten: Heute wurden unsere Freunde wie unsere Gegner daran erinnert, dass wir ein freies Volk sind, in der Lage, große Taten zu vollbringen. Jubelnder Empfang für die Columbia-Piloten im NASA-Hauptquartier in Houston. Dieser Flug beweist, Amerika ist wieder die Nummer eins, hatte ihnen der Chef der Weltraumbehörde nach der Bilderbuchlandung gestern Abend zugerufen. Zusammen mit ihren Frauen gaben Raumschiffkommandant Young und Pilot Crippen eine Pressekonferenz. Sie meinten, dass in nicht zu ferner Zukunft der Flug zu den Sternen möglich sein werde. Jetzt ist Amerika wirklich im Weltraum und wird auch dort bleiben. Marineschlepper bargen die Startraketen, die von der Raumfähre abgesprengt worden waren. Sie werden für den neuen Flug vorbereitet. Der so glänzende und erfolgreiche Verlauf des Weltraumexperimentes Columbia hat den Vereinigten Staaten gegenüber der Sowjetunion in der bemannten Weltraumforschung einen Zeitvorsprung von mindestens 10 Jahren beschert. Dies ist die Meinung leitender NASA-Experten hier in Washington. Die Fachleute meinen, Weltraumfahrzeuge, die wie Flugzeuge immer wieder starten und landen können, seien in der Sowjetunion noch lange nicht in Sicht. Der Besucherandrang heute früh im Washingtoner Weltraummuseum zeugt von dem Interesse, das die Amerikaner diesem Projekt entgegenbringen. Gestern hatten Millionen voller Stolz die glatte Landung von Columbia und seiner Besatzung bejubelt. Allerdings gab es auch vereinzelte Stimmen, die meinten, der Kampf gegen Hunger und Elend dürfe nicht hinter der Weltraumforschung zurückstehen. Innerhalb der nächsten 5 Jahre werden Weltraumfähren dieser Art 14 militärische Aufklärungssatelliten in den Weltraum transportieren. Einer davon wiegt mehr als 15 Tonnen. Verteidigungsminister Weinberger auf die Gefahr angesprochen, der Rüstungswettlauf drohe sich auch in den Weltraum zu verlagern, erklärte: No, I don't think so. Nein, ich glaube das nicht.
Für die Weltraumfähre gibt es alle möglichen Verwendungszwecke. Einige davon haben militärischen Charakter, die meisten dienen jedoch friedlichen Zwecken. Der Weltraum-Shuttle ist ein anregender Hinweis auf Amerikas Führungsrolle. Und auf diesem wichtigen Gebiet wollen wir die Führungsrolle beibehalten. Kritik kam aus der Sowjetunion. Die Nachrichtenagentur TASS sieht in dem neuen bemannten Raumflug weniger ein wissenschaftliches als vielmehr ein militärisches Unternehmen. Radio Moskau warf den USA in einem Kommentar vor, sie hätten das amerikanisch-sowjetische Abkommen über die Nichtbenutzung des Weltraums zu militärischen Zwecken verletzt. Genau zu dem Zeitpunkt, als die amerikanische Raumfähre Columbia gestern Abend zu ihrem Landeanflug über Kalifornien ansetzte, strahlte das Moskauer Fernsehen ein Kontrastprogramm aus. Eine Reportage von Bord der zurzeit die Erde umkreisenden sowjetischen Raumstation Salyut 6, in der die beiden Kosmonauten Kowaljenko und Savinich demonstrierten, welch ausschließlich friedlichen Zwecken die sowjetische Raumfahrt dient. Unter anderem dem Fotografieren der Erdoberfläche und dem Züchten von Zwiebeln, die nach Auskunft der Kosmonauten besser schmecken als die auf der Erde. Die Pravda brachte heute auf Seite 1 einen Bericht über den Gesundheitszustand sowie weitere Forschungsergebnisse der Besatzung von Salyut 6. Die Nachricht vom erfolgreichen Ausgang des amerikanischen Experiments brachte sie auf der vorletzten Seite unter der lakonischen Überschrift Flug von Columbia beendet. Die Art der Kommentierung von Columbia in der sowjetischen Presse ist völlig eindeutig. Es handle sich um ein Unternehmen, das vor allem militärischen Zwecken dient und das Wettrüsten ins Weltall tragen soll. Es sei eine militaristische und chauvinistische Aktion, hinter der sich der Versuch Washingtons verberge, die Welt mit neuen Superwaffen zu erpressen. Dass die Sowjetunion ebenfalls an einem Space Shuttle baut, wird mit keinem Wort erwähnt.